Ja, moin und herzlich willkommen. Wir machen heute mal ein bisschen anderes Video, nämlich der Grund, was manche schon mitbekommen haben. Kernkraft 3000 wird zu Voxel. Und was genau das bedeutet und die drei Gründe dafür zeige ich euch jetzt in diesem Video. Tja, manche haben schon mitbekommen, meine Streaming-Plattform, im Moment Twitch halt, ich werde da noch ein bisschen testen, kann ich ja gleich nochmal erzählen, ist schon so ein bisschen umbenannt worden in Voxel und das sieht alles ganz anders aus. Da wurde alles entfernt und Twitch, mein alter Twitch-Kanal, wurde ja umgebaut sozusagen und dahinter steckt ein bisschen was Größeres. Das will ich euch jetzt sagen, nämlich eine Umbenennung meines Kanals weg von Kernkraft 3000 zu Voxel bzw. voxel.de. Und ich habe mir hier drei Punkte aufgeschrieben, einen kleinen Zettel auch, die ich euch jetzt mal ein bisschen näher bringen möchte, damit auch keine der Verwirrung herrscht und vor allen Dingen auch, es wird immer unter den Kommentaren auch nachgefragt oder auch in meiner Discord-Community, was ist denn das eigentlich? Wieso heißt denn das jetzt Voxel und so weiter? Und das erkläre ich euch jetzt. Ja, die Nähe zu Indie-Games und vor allen Dingen auch so Kurztests, Angespielt-Video, Review, Previews und so, das mache ich immer sehr gerne von Indie-Games und da ich das sowieso sehr gerne mag, eine Sparte, die ich sehr gerne mag, passt es sehr gut, denn Voxel, könnt ihr gerne mal nachschauen, was das wirklich bedeutet. Voxel ist ein Gitterelement und ähnlich wie Minecraft oder manche Elemente und im Besonderen bei Indie-Games, gerade so ein bisschen aus der isometrischen Sicht, das ist eben ein Voxel, das ist ein Gitterpunkt, der ja so einen Würfel darstellt und das bedeutet eben Voxel, diesen Namen habe ich mir so ausgedacht und dieses Mal nur halt unterschiedlich, nämlich mit 2x. Das ist der Punkt 1, nämlich die Nähe ganz einfach zu Indie-Games und diesen Vorstellungen und so weiter, diesen Spielevorstellungen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, warum es an der Reihe war für einen Wechsel oder eine Umbenennung, obwohl es immer sehr schwierig ist, eine Art Branding oder einen Namen, in Anführungsstrichen eine Marke umzubenennen, ist, es wirkt professioneller. Kernkraft 3000 war eher so ein bisschen ich bezogen, also das war ich auf meine Person bezogen. Voxel ist eher, klingt, finde ich, professioneller. Kernkraft, manche haben damit so ein bisschen Probleme gehabt, allen voran, aber auch meine Freundin, die den Namen gar nicht so gemacht hatte und ich über die Zeit jetzt auch immer so ein bisschen weg davon gekommen bin und mir überlegt hatte, naja, irgendwie ein bisschen was Größeres, Professionelleres wäre schon angebracht. Und da komme ich nämlich zum dritten Punkt und letzten Punkt. Das ist nämlich dieser größere Rahmen, den ich machen möchte. Und Voxel ist eben eine Art Magazin, beziehungsweise soll so ein bisschen da reinwachsen zu einem Spielemagazin, aber auch Newsblog. Deswegen auch meine neue Internetseite, die ihr jetzt auch schon unter diesem Video in der Beschreibung findet. Heißt auch voxel.de mit 2x. Und das ist eher so eine Mischung aus Spiele-News, ein bisschen so magazinmäßig. Und ein Blog, was natürlich auch meine Spiele, diese Indie-Games, Kurzvorstellung, Tipps und Tricks for Oxygen Not Included und ein paar Meinungen, Kultur auch dazu, vielleicht Hardware, Spielekultur, Indie-Games, vielleicht mal Messen, alles ein bisschen soll damit reinfließen und vor allen Dingen auch die Community, denn ich habe davor, dass auch du als Besucher oder Zuschauer oder Teil der Community dort einen Beitrag schreiben kannst, dazu aber nochmal in einem gesonderten Video, wenn die Funktion soweit steht. Das ist also möglich. Und dieser größere Rahmen dieses Magazins strahlt dann auch auf meine Kanäle. Das heißt, Discord wird noch umbenannt, zu Voxel wird ein bisschen umgestaltet, von diesem Magazin aus, von meiner Webseite aus. Livestreaming-Plattform Twitch, YouTube, Mixer werde ich mal testen. Wer das noch nicht kennt, ist eine relativ neue Plattform. Und da ist es ein guter Zeitpunkt, auch eine neue Marke zu präsentieren, mich vielleicht neu zu präsentieren auf Mixer. Muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich da eine Verlinkung auch noch unter das Video. Ist noch nicht groß angelaufen, aber ich werde es mal testen. Ja, welche Kanäle? Twitter, Facebook, YouTube, Twitch wurde ja schon umbenannt und alles, was noch so kommt, eventuell Instagram, werde ich nochmal neu anlegen, einen Account. Das wird also zu Voxel, diesem größeren Magazin sozusagen und ich da als Verantwortlicher bin dann quasi Ansprechpartner für diese Marke oder was auch immer das sein soll, das Magazin. Es ändert sich für euch eigentlich nichts. Ich mache meine Let's Plays weiter, weil ich das gerne mache. Das ist auch ein Teil von mir. Werde aber auch mich weiter fokussieren auf diese Indie-Games.
Bootsvorstellungen und ein bisschen andere Sachen. Community-Sachen vielleicht spielen wir auch öfter mal zusammen. Da bin ich gerade ein paar Sachen am Testen, Spiele, die sich eignen. Und dazu aber dann auch zu gegebener Zeit. Also, ich hoffe, die Verwirrung konnte ich ein bisschen entzaubern dadurch. Und es ist jetzt für jeden klar. Also die nächsten Tage, so wie ich das jetzt schaffe, werde ich auch die Kanäle umbenennen, muss noch ein paar Banner machen, Bilder und so weiter. Und die Farbgebung ist eben so eine Mischung aus diesem Magenta, Lila, Rosa, was ich so ganz cool finde, eine coole Farbe, und eben auch so ein bisschen so Streaming-Twitch-Farbe, dieses Lila oder Bläuliche, deswegen auch dieser Übergang, Voxel, Farbübergang. Und ja, mal gucken, wie es wird. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr verwirrt mit dieser ganzen Sache. Ich finde lieber früher einen Wechsel als später. Vielleicht habe ich irgendwann mal 10.000 Abonnenten oder mehr, keine Ahnung. Und dann wird es natürlich noch schwieriger für euch, wenn ihr so einen Wandel auch mit durchmachen müsst. Aber vom Inhalt bleibt im Moment alles gleich. Wenn sich was ändert an meinen Uploads und diesen Modulen, Blöcken, was ich hochlade an Spielen, Tests oder was auch immer, dann gebe ich euch Bescheid. Alles andere könnt ihr mir gerne unter diesem Video in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet, was ihr allgemein davon haltet, alles, was euch auf dem Herzen liegt vielleicht, ob sich irgendwas ändert, oder joint doch am besten unsere Discord-Community. Das ist eine kleine, aber feine Community von meinem Kanal. Und da können wir auch direkt miteinander sprechen und eventuell uns auch für Spiele verabreden. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Fürs Erste. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.